Irgendwann fragt sich jeder Polizist, ob es nicht besser wäre, aufzuhören. Aber plötzlich weiß man, dass das nicht so einfach ist. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Brenner. Guten Morgen. Guten Morgen. Nehmen Sie bitte Platz. Christoph Kirchner, Olaf Holzmann, Beginn der Vernehmung, Lisa Brenner. Sie haben gestern Morgen um 6.30 Uhr von Ihrer Schusswaffe Gebrauch gemacht und einen mehrfach vorbestraften Gewalttäter erschossen. Wir ermitteln jetzt wegen fahrlässiger Tötung, eine reine Routineangelegenheit. Frau Brenner, wie kam es zu dem Schusswechsel? Es ging um die syrische Zeugin Odile Bakri, die Angst hatte, gegen den Menschenhändler Abu Haddad auszusagen. Es ging um eine Mordermittlung. Und wenn ich das richtig erinnere, haben Sie in bereits über 40 Mordfällen ermittelt und das mit einer sehr guten Aufklärungsquote. Lisa Brenner, Universität Frankfurt, Polizeiakademie Hamburg, Doktor der Psychologie. Was war hier das Problem? War der Fall vielleicht eine Nummer zu groß für Sie? Eine Leiche ist etwas, woran ich mich nie gewöhnen werde. FFRL 3349, bloß, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Hallo, ich bin zu schnell gefahren. 80 Höchstgeschwindigkeit. Haben Sie das Schild nicht gesehen? Nee, tut mir leid. Aber hier fährt ja sonst keiner. Soll das ein Witz sein? Mann, hier ist Landwirtschaft unterwegs und auch mal eine Sau auf der Straße. Machen Sie mal den Motor aus. Ja, ist okay, wir achten drauf. Wenn ich ein Fahrzeug sehe, das so schnell fährt, dann halte ich es an und schaue nach, ob alles in Ordnung ist. Könnte ja sein, dass der Fahrer betrunken ist. Bin ich nicht. So, ich brauche jetzt Fahrzeugpapiere, Führerschein. Können wir das nicht irgendwie anders regeln? Was soll denn das, hm? Normalerweise müsste ich euch jetzt mitnehmen. Ich will jetzt sofort die Fahrzeugpapiere sehen. Was sind denn das für Leute? Denk nicht drüber nach, nimm die Kohle und... Ich werde jetzt meine Kollegen rufen und Sie zwei bleiben schön hier sitzen. Verstanden? Hallo, Karl hier. Ich brauche hier Verstärkung hier draußen. Ich habe hier zwei so Arschlöcher. Das würde ich nicht machen. Finger weg vom Funkgerät. So weit kommt's. Mich an meinem Job hindern. Ich glaube, es hackt. So, hier nochmal, Karl hier. Ich brauche hier draußen Verstärkung. Ich habe hier zwei so Arschlöcher. Selber Arschloch. Mann, bist du verrückt? Scheiß dich nicht an. War eigentlich ein Tag wie jeder andere. Ich komme zu spät und alle warten. Moin, Lisa. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Ihnen auch einen guten Morgen, Frau Brenner. So, die Kacke ist ziemlich am Dampfen. Wir haben einen Mordfall an der polnischen Grenze reingekriegt. Haben die da keine Polizei oder ist das jetzt auch noch unser Zuständigkeitsbereich? Doch, Erich. Die andere Polizei. Unser Kollege. Polizeihauptmeister Karl Tadden, 45, verheiratet, zwei Kinder. Ist gestern auf der Landstraße am Arsch der Welt kaltblütig erschossen worden. Ja, scheiße. Ja, tut mir leid. Konnte ich ja nicht ahnen. Aber die Täter waren nur auf der Durchreise. Wir gehen davon aus, dass sie wahrscheinlich aus Hamburg kommen. Zielfahne haben das Fluchtfahrzeug in einem Parkhaus am Hauptbahnhof gefunden. 12 Sitzer vom Typ Renault Master. Okay. Was haben wir noch? Klar ist, dass der Wagner am Osten nicht zu suchen hatte. Das ist absolut tote Hose. Kein regulärer Grenzübergang, nichts, nur Marschland. Die Täter werden wegen Geschwindigkeitsübertretung angehalten und knallen den Kollegen eiskalt ab.
Vermutlich, weil er mal einen Blick in den Wagen werfen wollte. Zeugen haben den Kleinbus später auf dem Rastplatz gesehen und ausgesagt, dass da Ausländer drin waren. Ausländer, die gibt's doch da eigentlich gar nicht. Wie viele Leute haben die denn gesehen? Gehen wir besser davon aus, dass der Wagen voll besetzt war. Die Kollegen von der KTU checken den gerade auf Fingerabdrücke durch. Das sind bulgarische Wasserflaschen. Und das ist eine syrische Cola-Dose. Steckt hier hinten zwischen den Rücksitzen. Das sind Fingerabdrücke von einem Kind drauf. Das ist ein Psychopharmakum aus den internationalen Hilfspaketen der UN. Es wird von den Ärzten in arabischen Flüchtlingscamps als Schmerzmittel verteilt. Es lag in dem Fluchtwagen, das gibt's bei uns gar nicht. Die Frage ist, wer fuhr den Wagen, wer saß hinten drin? Ein Polizistenmord lässt niemanden von uns kalt. Den Täter wollen wir alle kriegen. Aber ich zitiere mal aus Ihrem Bericht. Die Toten grinsen mich an, wie so häufig komme ich zu spät. Ein Mord zu viel, das kotzt mich an, das muss ich dringend ändern. Also für mich klingt das nicht gerade so, als ob der Fall bei Ihnen in den besten Händen war. Als Polizist laufen Sie den Todesfällen hinterher. Diesmal wollte ich schneller sein. Ich denke, das war eine spontane Aussage, oder? Höchstwahrscheinlich in der größten Übermüdung ins Protokoll geschrieben. Wir sind alle nur Menschen. Immerhin gab es 12 Zeugen, die alle nichts gesehen haben. Die alle nichts sehen wollten, ja. Hallo? Haben Sie einen Termin? Sie können ja nicht einfach reinlaufen. Hier gibt es Besuchszeiten. Renner, Kripo, mein Kollege Kruse, ich brauche mal Ihre Hilfe. Aha. Worum geht's denn? Wir müssen mal einen Blick auf die Neuaufnahmen werfen. Okay, nur mit der Heimleitung. Da komme ich jetzt so an die Akten nicht ran. Mir reicht die Liste der Neuzugänge. Bitte. Bakri, Younes, Al-Shaisairi, Diallo, wann sind denn die angekommen? Keine Ahnung, die sind alle neu. Sind das alles Syrer? Ja, die meisten. Mit denen würden wir jetzt gerne mal reden. Warum denn bitte? Ach, hallo Olga. Hallo Lisa. Bist du immer noch bei der Polizei? Ja, noch immer. Was kann ich für euch tun? Ihr Kollege wollte uns gerade zu ein paar Syrern bringen, die wir als Zeugen vernehmen müssen. Worum geht's denn? Mord. Um Mord? Hier bei uns? Dann bringen Sie uns einfach hin, okay? Attention. This is German police. They have some questions, okay? Hallo, ich bin Lisa Brenner von der Kriminalpolizei. Ich würde Sie gerne etwas fragen. Sprechen Sie Deutsch? Do you speak English? Ich spreche Deutsch. Oh. Wieso? Sie war Deutschlehrerin. Gut, das vereinfacht die Sache. Also, setzen wir uns doch bitte. Danke, wir kommen alleine klar. Gut. Dann fange ich mit Ihnen an. Sie sind? Bakri Odil. Odil Bakri, 35 Jahre alt, Religionszugehörigkeit christlich. Sie haben sich gestern registrieren lassen und mit Ihrer Tochter Antrag auf Asyl gestellt, Frau Bakri. Ja. Ich würde gerne wissen, wie Sie eingereist sind. Wir haben einen Mordfall, Frau Bakri. A murder case. Mich interessiert nicht, dass Sie illegal eingereist sind, sondern mit wem. Kann es sein, dass Sie gestern in diesem Wagen illegal über die polnische Grenze gefahren sind? Nein. Frau Bakri, gestern wurde ein Polizist erschossen. Eine Lambertare falle als Jahre. Sie sagt, sie kennt den Wagen nicht. Wenn Sie jetzt zufällig irgendwo reingeraten sind und vielleicht Zeugin dieses Mordes wurden, kann ich Ihnen vielleicht helfen? Sie haben schon so viele Morde gesehen, da spielt der eine von uns auch keine Rolle mehr. Nehmen Sie deshalb diese Beruhigungsmittel? Ich konnte nur meine Tochter retten. Die da? Ich werde Ihre Tochter jetzt mit Fragen verschonen, Frau Bakri. Sie hat ihren Vater und ihre Schwester verloren. Sie redet seitdem kaum noch mit mir. Aber wir werden Ihre Fingerabdrücke mit den Abdrücken in diesem Kleinbus vergleichen. Und sollte sich herausstellen, dass Sie in dem Wagen saßen, bin ich wieder hier. Es war bestimmt nicht billig, hierher zu kommen, oder? Haben Sie Schulden bei der Schleusern? Ich verstehe nicht. Do you have any debts to the human traders? Nein.
Do you? Do you owe them money? Money? Na. Wenn Sie Angst haben, weil Ihnen diese Leute drohen, kann ich Ihnen Polizeischutz anbieten. Danke, uns geht es gut. Was ist das? Mein Hausschlüssel. Sie war Zeugin, aber ich hatte keine Anhaltspunkte. Außerdem war sie eingeschüchtert und traumatisiert. Okay. Da war mal Ihre Kompetenz als Psychologin gefragt. Sie waren an der Zeugin dran, Sie haben mit ihr geredet, aber Sie haben keine Aussage bekommen. Sie hatte Angst. Aber Sie wussten, vor wem sie Angst hatte? Nein, zu dem Zeitpunkt konkret noch nicht. Nimm Platz. Was kann ich für dich tun? Ich wollte fragen, wie es aussieht. Termin ist Termin. Oder gibt es da Probleme? Kein Problem. Alles bestens. Die Frauen sind gerade angekommen. Aber du weißt, ich bin Witwer. Vielleicht gibt es etwas, was ich vorher wissen muss. Ich meine, die haben ja auch bestimmt einiges durchgemacht. Das sind auch alles Witwen. Die haben den Terror hinter sich gelassen. Die schauen nach vorne. Die wollen nichts als Frieden. Das sind schöne Frauen. Die sind fleißig und heiratswillig. Ist sie sunnitisch? Ich bin Sunnit. Muss ich nachgucken, Fuad. Die meisten sind schiitisch, alevitisch oder christlich. Meinst du, dass das passt? Ja, das passt. Das haben wir doch schon besprochen. Sie ist interessiert an dir. Ich habe ihr sogar ein Foto von dir geschickt. Und? Fand sie es gut? Ja, sie fand das gut. Aber nimm's mir nicht übel. Du hast das Foto in dem Fotoautomaten am Bahnhof gemacht. Da hast du an der falschen Stelle gespart. Aber zum Glück ist ja alles noch mal gut gegangen. Ich rauche kein Alkohol. Sie muss auch kein Kopftuch tragen. Die Frauen von da unten sind alle liberal, egal welche Religion. Die musst du gut behandeln. Der Glauben hat verschiedene Facetten. Das musst du akzeptieren. Ist sie eine gute Köchin? Sie steht früh auf und kann gut kochen. Das steht schon mal fest. Hör zu, wir bringen sie dir mal vorbei und du redest mal mit ihr. Erklärst ihr, wie du das siehst mit der Ehe, damit sie merkt, dass das alles freiwillig ist. Also gut. Und mit dem Geld sind wir klar, ja? Ja, wie gehabt. Du zahlst ihre Schulden, meine Vermittlungsgebühren, Reisekosten inklusive. In Ordnung, alles klar. Ich gehe dann mal. So, hier nochmal Kaviar. Ich brauchte hier draußen Verstärkung. Ich habe hier zwei so Arschlöcher. Selber Arschloch. Das ist der Mitschnitt des Funkverkehrs von unserem Kollegen mit der Polizei in Heringsdorf. Da hat er den Finger noch auf der Sprichtaste gehabt. Klingt wie ein Österreicher. Aber was macht ein Ösi in Vorpommern? Hier. Die Fahrerkabine war total sauber, aber der Fahrgastraum war voll von Fingerabdrücken. Und einer davon gehört definitiv Odile Bakri. Hundertprozentige Übereinstimmung mit der Asylbewerberkartei. Habe er gesagt, dass sie lügt? Hallo. Tut mir leid, ich störe nur ungern, aber ich muss Sie noch mal sprechen. Ich habe doch alles gesagt. Ja, von alles kann man nicht reden. Sehen Sie, wenn Sie mit Schleusern hierher gekommen sind, dann ist das eine Sache. Man bezahlt diese Leute und dann ist man frei. Wenn Sie jetzt aber Zeugin eines Mordes an einem Polizisten wurden, dann sind Sie für diese Leute gefährlich. Verstehen Sie das? Ich habe keine Angst. Sie haben keine Angst? Ich saß nicht in dem Wagen. Sie saßen mit Ihrer Tochter in dem Wagen. Wir haben Ihre Fingerabdrücke. Also sind Sie wahrscheinlich auch Zeugin. Ich war immer Zeugin. Ich war Zeugin, als sie meinen Mann erschossen haben. Ich war Zeugin, als meine große Tochter verschwunden ist. Und ich war Zeugin, als ein Mädchen nach dem anderen aus unserer Straße verschwunden ist. Gut, okay, das tut mir leid. Eines Tages kam die Tochter von unserem Nachbarn wieder. Sie war 13 Jahre alt. Sie trug Ohrringe unter ihrem Kopftuch und Lippenstift. Und ihre Augen hatten alles gesehen. Sie sprach nie wieder ein Wort. Wer hat sie hergebracht, Odile? Wir können ihr immer noch Polizeischutz anbieten. Was setzt sie mich nicht an? Ich will nicht mit ihnen reden. Lisa, kann ich dich mal sprechen?
Sag mal, kannst du sie nicht in Ruhe lassen? Die ist doch fix und fertig. Sie saß in dem Wagen. Wir haben ihre Fingerabdrücke. Lisa, die Frauen kommen aus dem Krieg. Die Fahrer sind die Retter. Vergiss das nicht. Die Fahrer, die Retter? Die Retter sind in einen Polizistenmord verwickelt. Was? In einen Polizistenmord? Oh Gott, das tut mir leid. Das heißt, sie ist eine Zeugin, oder wie? Ja, ziemlich sicher, ja. Aber sie wird schweigen, Lisa. Ich mache den Job seit 10 Jahren. Macht sie den Mund auf, hat sie nichts als Ärger am Hals. Mit der Polizei, mit der Ausländerbehörde, mit den Schleusern. Das klingt, als ob du das völlig okay findest. Lisa, diese Frauen wollen nur ihren Frieden. Die wollen alles vergessen und neu anfangen. Und du? Weißt du, wie die hier gekommen sind? Wie alle, Lisa. Plötzlich stehen sie vor der Tür. Abdel, leg das Messer weg. Herr Lahn, am Bett gesagt, leg das Messer weg. Check in Harley, Herr Abdel, leg das Messer weg. Herr Lahn. Leg das Messer weg, Abdel. Hey, leg das Messer weg, Abdel. Hey, lass mich in Ruhe. Leg das Messer weg, hab ich gesagt. Polizei! Scheuert, oder was? Sie! Was ist denn der Mann los? Messer. Was soll das mit dem Messer? Er greift hier die Frauen an. Er weiß ganz genau, dass er mittwochs nichts in der Küche zu suchen hat. Wieso? Mittwochs kochen die Christen, donnerstags die Muslime. Immer am Wechsel, jeder weiß das. Er auch. Aber er hat nichts gemacht. Wie heißen Sie? Er heißt Abdel und mit dem Messer glaubt er, er ist 3 Meter groß. Lass dich, du Arschloch! Was? Ich will mit ihm reden, klar? Er hat gar nichts gemacht. Ja, ich hab's gehört, wir wissen's jetzt. Also, warum haben Sie ihn mit dem Messer bedroht? Antworte hier, du sprichst Deutsch. Was denn? Ich bin Koch! Ich hab Gemüse geschnitten! Abdel Raz, Asylbewerber, vorläufige Festnahme wegen Körperverletzung. Ja. 12.15 Uhr. Name, Alter, Beruf? Abdel Raz, 30 Jahre, Koch. So, Leute, hier, Asylbewerber oder Koch? Also bei Beruf geht nur eins. Schreib halt Koch. Also, kürzer. Bitte. Er hat den Bachmann mit dem Küchenmesser bedroht. Muss denn das immer so ausarten? Sie waren doch gar nicht da. Ich kann ja nicht überall gleichzeitig sein, deswegen frage ich ja. Warum haben Sie den Wachmann angegriffen? Anima as de sar hek. Geht's auch auf Deutsch? Brauchst du einen Dolmetscher? Auf Deutsch ist... aus Versehen. Wie jetzt, aus Versehen? Das würde ich gerne genauer begreifen. Wie passiert sowas aus Versehen? Ich war in Küche und er kommt und sagt raus, weil Mittwoch ist. Ja, scheiß auf Mittwoch. Man kann ja alles diskutieren, aber doch nicht gleich mit einem Messer. Ein Koch mit einem Messer, da traut sich doch kein Mensch mehr noch irgendwas zu sagen. Verstehst du mich? Warum akzeptieren Sie denn die Regeln nicht? Mittwochs die Christen, Donnerstag die Muslime, ist doch nicht so schwer, oder? Ich mache Aubergine mit Hummus, mit ein bisschen Kümmel und Koriander. Und das braucht. Eine Nacht muss warten, das braucht. War denn da wenigstens ein Herd frei? Ich meine, dann stört's ja keinen. Ja. Mir ist auch lieber, jemand versteht was vom Kochen, als die Küche bleibt kalt. Und da ist mir die Religion egal, ganz egal. Das ist sowieso persisch-jüdisch. Mal eine kurze Frage, Abdel. Die Frauen, die zuletzt angekommen sind, wer hat die über die Grenze gebracht? Weiß nicht. Okay. Ich kann es den Haftrichter holen, wegen Körperverletzung, dann wird es nicht leicht mit dem Asylantrag. Oder aber Sie reden mit uns und dann vergessen wir die Sache mit dem Küchenmesser, hm? Ach komm, das mit dem Messer ist eh berufsbedingt. Du wolltest doch mit dem Messer nur Petersilie schneiden, oder? Ich meine, manche Leute haben ein Klappmesser und da werde ich dann sauer, richtig sauer. Man macht Reise und wenn Glück, man kommt an. Ja, alles klar. In diesem Bericht gibt es einen Vermerk, wonach Sie jeden zweiten Zeugen als Lügner bezeichnet haben. Das ist meine Erfahrung. Es wimmelt von Menschen. Niemand hat was gesehen oder gehört. Der eine schweigt, der andere lügt, der dritte hat Angst. Die meisten Gewaltverbrechen werden gar nicht mehr angezeigt. Da staut sich eine Menge Frust an. Und das Gefühl, dass da ein vollkommen rechtsfreier Raum entsteht, das macht einen krank. Völlig klar. Hallo. Hallo. Bitte reinkommen. Hallo, ich bin Fuad. Odile. Danke, dass du gekommen bist.
Komm rein. Schuhe? Ist kein Problem. Wie war die Fahrt? Alles okay? Ja, okay. Und die ganze Zeit im Bus? 5 Busse. Also mit umsteigen. Sehr gut, dass du Deutsch kannst. Ich bin Lehrerin. Mir fehlt die Praxis. Das kriegen wir hin. Alles eine Frage der Übung. Übung? Training. Sprache ist Training. Training, Training, Training. Viel Zeitung lesen und Fernsehen gucken. Ja. Du, hast ein Foto von mir? Einen Moment. Aber ohne Bart. Bist du jetzt enttäuscht? Nein, nein, gar nicht. Da. Ohne Bart. Mit Bart sehe ich besser aus. Ja. Männlich. Das ist Mode bei uns. Tag, Frau Arnold. Guten Tag. Frau Hilmers, Frau Rotava, Frau Diepholz. Das ist mein Laden. Eine Wäscherei. Ich bin selbstständig. Okay? Läuft gut, dein Laden. Das ist Trockenreinigung. Das ist gut für Anzüge und Mäntel. Im Gegensatz zu nassreinen quillen da die Textilfaser nicht auf. Und die Farbe bleibt drin. Ich hoffe, du kannst Wäsche ordentlich zusammenlegen. Ja. Dann mach das mal. Jedes Mal, wenn du die Wäscherei verlässt und nach Hause kommst, wechselst du vorher deine Klamotten und hängst sie an die frische Luft. Ich will diesen Gestank nicht in meinem Haus haben. Das habe ich meiner Frau auch schon immer gesagt. Okay. Jawohl! Jawohl! Pass auf, du wirfst jetzt auf. Du stehst da, du hast 3 Leben, wirf die 6 und du bleibst im Spiel. Komm, gib den Mantel her. Ja? Große Augen. Oh. Oh, mit Brille. Oh. Komm, wirf schon. Hör mal zu, Abo. Der hätte uns alle auffliegen lassen, ja? Alle. Wir mussten das machen. Was mit dem Wagen? Haben Sie den gefunden? Ja, aber sonst haben die nichts. Nichts? Super, gut, dass ich das auch weiß. In den 10 Jahren, wo ich Hochzeitstouren veranstalte, ist nie was passiert. Ich wollte heute Abend mit meiner Frau essen gehen. Und wenn dann irgendwelche Bullenwagen an meinem Arsch kleben, dann weiß ich ja warum. Moment, du bist verheiratet, Abo? Hast du dich selbst vermittelt? Welche war es denn? Wir kennen die alle. Die mit den dicken Titten von der vorletzten Tour, oder? Nee, die mit den grünen. Aus Damaskus. Ja, genau, die aus Damaskus. Hör mal zu, Branko. Wenn ich jemanden umlegen will, dann muss ich wissen, warum ich das tue. Da sind wir uns doch einig, oder? Ja. Wir mussten den klar machen, ja? Also, ihr kümmert euch um die Frauen, dass sie keine Probleme machen. Die machen keine Probleme. Die eine hätte es schon in Dänemark. Ja, das weiß ich auch. Danke. Komm, Anna, 3 Bier, bitte. Was machst du denn hier? Ja, was mache ich hier wohl, Kevin, Schatz? Ihr habt einen Bullen umgelegt. Da macht es auch besonders viel Spaß, oder? Das war totale Scheiße, aber ich konnte da nichts machen, Olga. Dein Scheißkumpel ist der hirnloseste Typ, den ich kenne. Du hast mir was versprochen. Ich mache noch eine Tour und dann haben wir die Kohle zusammen. Und wie sieht unser Leben dann aus? Mit einem Schlafsack auf der Flucht, oder was? Das war Mord, Kevin. Halt die Fresse! Mann, das geht dir gar nicht. Die werden uns jagen, Kevin. Jagen, bis wir nicht mehr können. Vertrau mir, Olga.
Setz dich. Ich muss mit dir reden. Du gefällst mir, Odile. Du kennst mich doch noch gar nicht. Aber hast du gar keine Fragen? Was für Fragen soll ich haben? Ich sehe, was ich sehe. Und er hat mir alles gesagt, was ich wissen muss. Ich bin Christin. Das macht nichts. Ich bin Sunnit. Du kannst die Nacht hierbleiben. Das geht sehr schnell. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Wir haben etwas gemeinsam, Odile. Ja? Was? Dein Mann ist tot. Meine Frau ist tot. Sie hatte Krebs. Vielleicht bin ich für die Ehe nicht geeignet. Mein Mann wurde erschossen. Und was haben sie mit dir gemacht? Alles. Du bist ehrlich. Ich habe noch eine Tochter. Ich habe nichts gegen Kinder und ich bin nicht knauserig. Aber ich weiß nicht, ob ich hier ein Kind haben will. Ich habe ihm das gesagt. So war das nicht abgemacht, Odile! So läuft das nicht! Jetzt möchte ich sehen, wie du aussiehst. Bitte nicht. Komm. Ich muss wissen, woran ich bin. Nicht anfassen! Komm, stell dich nicht so an. Ich habe eine Tochter. Ihr Name ist Dima. Odile! Dima! Du bist nur meinetwegen hier, Odile. Dima! Du bist nur meinetwegen hier. Lass mich los! Du bist nur meinetwegen hier. Du bist nur meinetwegen hier, Odile. Sie haben gesagt, dass die Frauen von dem Menschenhändler Abu Haddad nach Deutschland geschleust werden. Auf Bestellung. Auf Bestellung? Was heißt das? Frauen aus dem Katalog. Direkt aus den Flüchtlingslagern. Wie? Ist das klar, auf welcher Route? Über die Balkanroute. Zuerst über die türkische Grenze und dann durch Bulgarien nach Polen in den Norden. Sie sind Kriminalrätin, Frau Brenner, eine der Besten. Aber kann es sein, dass Sie die Situation von Frau Bakri unterschätzt haben? Sie war als Zeugin doch wohl hochgradig gefährdet. Man steckt bis zum Hals in einem Fall drin und plötzlich dreht sich alles um 180 Grad. Das kennen wir doch alle. Wie soll denn überhaupt Ihre Traumpartnerin aussehen? Hauptsache weiblich. Ich muss mit dir reden, Abu. Fuad, ich habe einen Kunden. Kannst du bitte draußen warten? Ich rufe dich dann. Entschuldigen Sie, ich kann schon morgen... Was hat der denn? Ich kann morgen schon arrangieren, dass Sie jemanden kennenlernen, wenn wir das Finanzielle vorher geklärt haben. Wie nur kennenlernen kostet bei Ihnen schon Geld? Sie lernen niemanden kennen. Und ich sorge dafür, dass es klappt. Sie können sich's ja noch mal überlegen. Ja, dann vielen Dank erstmal. Fuad. Was ist los? Setz dich. Ich habe ein Problem mit der Frau. Wieso denn jetzt schon wieder? Ich brauche da Hilfe, Abu. Was ist passiert? Ich konnte nichts dafür, Abu. Das war ein Unfall. Was für ein Unfall? Was ist los, Fuad? Sie hat mich nicht rangelassen, mir in die Schulter gebissen und mich angeschrien. Was? Ich habe kurz zugedrückt, damit sie den Mund hält, damit sie nicht die ganze Nachbarschaft zusammenschreit. Was soll ich denn machen, Abu? Was? Da spinnst du. Dann war sie plötzlich still und hat nichts mehr gesagt und sich auch nicht mehr bewegt. Kein Atemzug mehr. Hat das irgendjemand mitbekommen, Fuad? Niemand. Was spinnst du? Ich brauche deine Hilfe, Abu.
gehst jetzt raus und wartest draußen auf mich. Du Arschloch! Ist das klar? Und ich regel das hier. Jemma! Wirklich umgebracht. Ich wollte das nicht. Ich wollte das nicht. Arschloch.
Alte Scheiße. Scheiß dich nicht an. KDD, Erichsen. Hallo, hören Sie mir jetzt gut zu. Sie fahren auf der L208 in den Sachsenwald. Worum geht's denn bei Ihnen? Liegt ein Notfall vor? Am Forstweg 22. Biegen Sie rechts ab, fahren so 100, 200 Meter in den Wald rein. So links rein und dann finden Sie danach ein paar hundert Meter eine Leiche begraben. Moment, Sie sagen mir jetzt erstmal, wer Sie sind. Anonym haben wir schon einige Tote reingekriegt. Die sitzen dann irgendwo quicklebendig in der Kneipe. Wenn Sie diesen Polizistenmord aufklären wollen, dann fahren Sie in den Sachsenwald. Polizistenmord? Okay, einverstanden. Wo ist denn das im Wald? Das weiß ich nicht. Haben Sie da eine Nummer? Die Bäume haben Nummern. Das sind so weiße Nummern auf den Bäumen. Was für eine Nummer? Ich hab keine Nummer. Ich hab keine scheiß Nummer von irgendwelchen verdammten Bäumen. Also fahren Sie da jetzt hin, oder was? Manchmal passiert alles an einem Tag. Keine Ahnung, warum das so ist. Na. Was ist los? Der Anruf war anonym? Ja, mal wieder. Ich hätte fast aufgelegt. Mann oder Frau? Frau. Oh. Wie alt war die denn? Keine Ahnung, so etwa dein Alter. Wollte sie mich sprechen? Nein, die wollte dich nicht sprechen. Gib mir einen Spaten. Na komm, gib mir einen Spaten. Lisa, komm, lass mich das machen. Zu spät. Hast du die Stimme erkannt? Nein, die Stimme habe ich nicht erkannt. Hier. Ausgraben. Rausholen. Moment mal. Da liegt noch eine Leiche. Sag mal, immer spinnt ihr? Versaut die ganzen Spuren hier. Das lass mal meine Sorge sein. Odile! Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Die Toten grinsen mich an. Ein Mord zu viel. Das kotzt mich an. Das muss sich dringend ändern. Also, wir müssen rausfinden, wer die anonyme Anruferin war. Und zweitens brauchen wir die Identität von dem männlichen Opfer. Das ist Türke, so wie ich das sehe. Aber wo ist der Zusammenhang zu der Frau? Der Mann wurde hier erschossen. Das frische Blut. Und wenn ich mir seine Hände ansehe, hat er sogar selbst sein Grab gebuddelt. Aber Odile war schon vorher tot. Das war mein größter Fehler. Wir hätten sie schützen müssen. Du solltest dir auf keinen Fall für irgendwas die Schuld geben. Ach, das ist doch... Was ist mit ihr? Sie fühlt sich verantwortlich. Glaubt, sie ist schuld.
Gut, dann mach heute mal frei. Ich? Wieso ich? Du kümmerst dich um sie, Erich. Sie hat sonst niemanden. Wer soll es denn sonst machen? Hallo, Olga. Du weißt, was passiert ist? Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung, wovon du redest. Ich komme wegen Odile Bakri. Sie ist tot. Sie wurde ermordet. Das kann nicht sein. Wir haben sie bald gefunden. Wurde vermutlich von einem Mann umgebracht, den sie getroffen hat. Habt ihr sie nicht vermisst? Ich nicht. Ich bin gerade erst gekommen. Ich muss mit Odils Tochter reden. Lisa, das muss das Jugendamt machen. Ach so? Ja. Du weißt schon, wer das zu machen hat, ja? Ist es Jonas? Komm. Please. So, Soraya. I have bad news. I'm sorry, but your friend... She's dead. You understand? Odile? Odile is dead. I'm no, sorry. Yes. Yes. Soraya. You will tell her. Yes. Dima? Dima? Thailand. Sehen kann, waren Sie auf dem Jugendamt. Ja, richtig. Wozu das denn? Sie wissen wozu. Ja, aber das musste aufs Band. Ich wollte den Antrag auf Vormundschaft stellen. Frau Brenner, bei allem Respekt vor Ihrem Mitgefühl, aber Sie ermitteln in einem Mordfall und wollen die Tochter eines Opfers adoptieren? Das stellt Ihre Objektivität in diesem Fall aber ziemlich in Frage. Es tut mir leid. Laut Gutachten des psychologischen Dienstes fühlen Sie sich schuldig. Kann man das so sagen? Sie hat niemanden mehr. Und ich dachte, ich wäre dazu geeignet, ja. Ja, okay. Und was spricht dann dagegen? Ich bin keine Verwandte. Ich bin 50 und ich lebe allein. Das spricht dagegen. Where has Odile been? Do you know that? Where has Odile been? Ha? Herr Raas, kommen Sie endlich mal her. Ich? Ja, na, natürlich Sie. Kommen Sie her. Warum? Sie übersetzen jetzt mal für mich. Ich übersetze? Ja. Haben Sie eine Ahnung, wo... Haladaki Fikra. Wo Odile gestern Abend hinwollte? Elaina Aradat am Tathab Odile Leila Tumadia? Lama Baraf. Nein, sie weiß. Ich glaube, kein Wort. Das gibt's doch gar nicht. Hier. Schon mal gesehen? Darfi. Hm? Kenn ich nicht. Odile hat sich gestern Abend vermutlich mit diesem Mann hier getroffen. Er ist auch tot. Er ist auch tot. Ich meine, haben Sie Odile nicht vermisst, als sie die ganze Nacht weg war? Oder haben Sie gewusst, dass sie über eine Heiratsagentur eine Verabredung hatte? Das kann doch gar nicht sein. Sie sind so lange befreundet und Sie wussten das nicht. Hier, Fetik, ich glaube kein Wort. Wo sind Odils persönliche Sachen? Der spinnt. Und zwei Koffer. Ja, wach mal auf. Was ist denn alles hier? Ah, das zu Hause. Hab wieder mal so gut wie nichts rausgekriegt. Hier sagt doch keiner mehr die Wahrheit. Erich. Ich lade dich zum Essen ein.
Okay. Und ich weiß auch wo. Seit wann isst du eigentlich Hamburger? Bist du nicht so eine halbe Veganerin? Oh, ist mir empfohlen worden. Von wem denn? Von meiner Freundin. Außerdem angesagt. Alle essen hier. Aha, essen alle hier? Ja. Schön, dass du mit mir essen gehst, Erich. So selten. Guck mal, da ist sie ja schon. Hab ich dir doch gesagt. Wer denn jetzt? Erwarten wir jemanden? Ja, das ist Olga. Meine Freundin in der Ausländerbehörde. Ausländerbehörde? Wo wir beide den Mordfall haben. Wo wir beide den Mordfall haben? Mhm. Also wir beide sitzen ja zufälligerweise mit der halben Ausländerbehörde. Aber die beiden Typen kenne ich nicht. Da haben wir ein Problem, glaube ich. Nein, wir haben kein Problem. Will ich jetzt gar nicht wissen. Und Olga lügt mich an, Erich. Lisa, du wirst jetzt einfach schön da sitzen bleiben und keinen Stress machen. Die ist seit 10 Jahren in der Ausländerbehörde, ja? Leiterin der Erstaufnahme. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass die nicht weiß, wie die ganzen Leute herkommen, oder? Muss sie auch gar nicht, Lisa. Sie ist Sozialarbeiterin und die reden sowieso nicht gerne mit uns. Sie ist keine Anhängerin der Polizei, war immer schon so. Wir werden sie vorladen, aber jetzt essen wir erstmal. Ja, ja, ich habe immer recht, mein kleiner Aufpasser. Trotzdem wüsste ich jetzt gern, wer die beiden Typen sind. Lisa. Lisa. 5 kurze. Wodka. Hallo, Olga. Lisa, entschuldige, wir sind privat hier. Wir wollen jetzt essen. Ja, ja, schon gut. Wir müssen reden. Odile ist tot. Ich kann das jetzt nicht einfach so stehen lassen. Hm? Wer ist die Dame, Olga? Die Dame ist Kriminalkommissarin Lisa Brenner. Wie, und ihr kennt euch oder was? Na ja, klar kennen wir uns. Wir kennen uns von früher. Hm? Wir wollten aber in Ruhe essen. Wer sind denn die beiden Jungs, Olga? Lisa, geh einfach nach Hause. Komm, wir gehen. Ja, ja, jetzt setz dich doch mal, Erich. Weiß nicht, woher ich die beiden kenne. Ich meine, wo hast denn die aufgegabelt? Hm? Mit dem einen, da hast du doch was laufen, oder? Stimmt's? Komm, nimm deine Art und verschwind jetzt. Sie hat ein bisschen was getrunken, jetzt bleib mal friedlich. Ich hab nicht ein bisschen was getrunken. Weißt du eigentlich, dass wir eine Zeugin haben? Weißt du das? Die ganze Scheiße im Wald da gesehen hat? Anonym, aber wenn wir die gefunden haben, ne, Erich? Das interessiert gerade niemanden. Komm, wir gehen jetzt sofort. Komm. Oh. Komm. Ja. Hier geht's lang. Sag's ja bloß. Hier lang. Ja. Vorsicht, Stufe. Alles klar. Was soll der Scheiß? Erstmal Licht anmachen. Ja. Der eine Typ ist Österreicher. Da klingelt da was bei dir? Ja, da klingelt was bei mir. Das heißt aber nichts. Ja. Ja. Da geht's doch lang. Weiß ich doch. Oh. So. Bleibst du da? Ja, okay. Ja, dann setz dich da hin. Das ist ja mal wieder ein Abend gewesen. Wo ist denn überhaupt meine Handtasche, Erich? Hier. Na, die hättest du mir doch schon mal längst geben können. Okay. Gibt nämlich noch was zu klären. Ach was? Ja. Das Glas. Von dem kleinen Blonden. Von Olga. Schenk mal Fingerabdrücke. Mal sehen, wer das ist. Klar, wird gemacht. Das war's dann aber. Moin. Na, wie geht's? Ja, wie soll's schon gehen? Sie hatte nichts im Kühlschrank, also waren wir im nächsten angesagten Burgerladen. Und zufälligerweise saß da ihre Freundin Olga am Nebentisch. Ich sag nur Ausländerbehörde. Die hatte 2 Typen dabei.
Lisa war ein bisschen betrunken, hat die beiden kurz beleidigt, aber sonst war da eigentlich nichts. Und sie selber kann sich sowieso an überhaupt nichts erinnern, an rein gar nichts. Was hast du denn gesagt? Das will ich überhaupt nicht wissen, Kruse. Weißt du was? An diesem Punkt würde ich eigentlich sagen, vielen Dank fürs Gespräch. Was ist los mit ihr? Spinnt die? Was macht sie jetzt? Wir wissen, was sie jetzt macht. Du wirst lachen, sie schläft. Schlafen. Ja, ist gut. Lass sie besser schlafen. So, Kruse. Das Opfer ist ein gewisser Fuad Günesch. Wurde an Ort und Stelle im Wald erschossen. Präziser Genickschuss, würde ich sagen. Vielleicht ein Ex-Soldat. Kannte sich auf jeden Fall mit Schusswaffen aus. Dil Bakri wurde woanders umgebracht. Ort und Ursache unbekannt. Günesch fährt mit den Tätern in den Wald, um die Leiche loszuwerden und schaufelt sein eigenes Grab. Aber wieso legen die ihn um? Laut ersten Informationen hat er keine Vorstrafen, keine Schulden, zahlt ganz normal seine Steuern. Verheiratet? Witwe, hat aber keine Kinder. Gut, stellt seine Bude auf den Kopf, damit wir da irgendwie weiterkommen. Uns ist ja wohl allen klar, dass es sich hier um zwei Mordfälle mit verschiedenen Tätern handelt. Nicht auszuschließen, dass Günesch zugleich Täter und Opfer ist. Schick das mal ins Labor und dann jagst du die Fingerabdrücke durchs System. Bin gespannt, was dabei rauskommt. Bierglas? Ja, schreit doch mal lauter. Wir müssen reden. Nous devons parler. Du weißt, was passiert ist? You know what happened? Yes, I know talk. Good girl. Better you forget everything. Du musst auch an dich selber denken, ja? Ce qui s'est passé. Was sagst du? Was sagt sie? Was mit Odile passiert ist, will sie wissen. Eine Scheiße ist mit dir passiert. Eine riesengroße Scheiße ist mit dir passiert. Right? The man was an asshole. You didn't know that. Und jetzt macht die Polizei Druck. Die wird Fragen stellen. Wer sind sie? Woher kommen sie? Wer hat sie gefahren? Wie viel haben sie bezahlt? Solche Sachen. Was willst du sagen? What are you saying? Hey, don't talk. Nothing. Good girl, very good girl. Weil du hast ja auch noch Schulden. Doch zurückzahlen, das Geld. The money, payback, you know? Oh, Branko, sie heiratet jemanden und die Sache ist gegessen. Ja, okay. Ja, okay? Spricht die jetzt Deutsch, oder was? Du, drei, vier Worte. Nur Deutsch. No. Lüg mich nicht an. Branko meint, dass wir nichts dafür können, was mit Odile passiert ist. We can't help it, okay? Lisa, die warten auf dich. Hallo. Tut mir leid, Lisa. Du weißt, dass ich ungern auf dich verzichte. Aber offensichtlich bist du etwas neben der Spur. Deswegen musst du jetzt mal Indienst machen. Muss dich ein bisschen aus der Schusslinie nehmen. Okay. Warum? Und aus welcher Schusslinie? Aus seiner eigenen. Wut ist ein schlechter Ratgeber für eine Polizistin. Lisa macht jetzt Innendienst. Haben wir es alle kapiert? Lisa macht jetzt nur noch Innendienst und sonst gar nichts mehr. Haben alle kapiert. Innendienst heißt doch aber trotzdem, dass wir jetzt mal über den Stand der Dinge reden. Ich war gerade in der Gerichtsmedizin. Fuad Günesch ist eindeutig der Mörder von Odile Bakri. Sie hat ihm in die Hand gebissen und er hat seine DNA hinterlassen. Und das Neueste aus der Ballistik, wer Günesch erschossen hat, ist auch der Mörder von unserem Kollegen Tatten. Also zwei Täter. Genau. Aber wieso muss Günesch seine Frau noch umbringen? Der war auf Brautschau, der hat sich jemanden kommen lassen und dann war aber nicht drin, was drauf stand. Kannst du bitte mal die dummen Sprüche weglassen? Er wollte wieder heiraten, das haben uns die Angestellten bestätigt. Es geht um organisierten Frauenhandel. Die Frauen kommen alle aus Kriegsgebieten und fast alle sind Witwen. Und Odile war Christin. Alles klar, Günesch war Moslem und? Ich meine, vielleicht wollte sie nicht konvertieren. Seine erste Frau war konvertiert. Ich weiß nicht, ob das für ein Mordmotiv reicht, aber warum ist er eigentlich so angefressen? Ja, nimm mir das auf den Sack, dass man der Glaube für alles herhalten muss. Echt. Du kriegst das Gefühl, es gibt überhaupt keine Straftat mehr ohne religiöse Motivation. Das ist doch Schwachsinn. Du musst uns nicht erzählen, du. Jeder Bierglas hat jede Menge Vorstrafen.
So wissen wir, wer Günesch die Frau vermittelt hat. Wie soll ich denn das rausfinden, wenn ich Innendienst machen muss? Muss ich gar nicht großartig beschweren, Lisa. Du wirst doch sowieso bald befördert. Ich? Wieso? Leiterin LKA 23, Zeugenschutz. Tu mal nicht so. Da stehen zwei Namen auf der Liste, Holzmann und du. Holzmann. Wenn das klappt, wirst du Polizeirätin und dann habe ich dir sowieso nichts mehr zu sagen. Aber solange das noch nicht so ist, machst du den Dienst, haben wir uns verstanden? Ja, klar. Ich meine, tut mir leid, aber Innendienst darf man jetzt auch nicht so ganz wörtlich nehmen. Soraya. Tio. Wie geht's? Sehr gut, danke. Ja, komm mal rein. Wer bitte? Brenner. Kripo. Ich muss Sie vorläufig festnehmen, Herr Pistorius. Wieso das denn? Urkundenfälschung und Verdacht auf Beihilfe zum Menschenhandel. So ein Scherz, hm? Ist kein Scherz. Jetzt versetz dich doch mal in die Lage von diesen Typen. Du willst eine Leiche loswerden und im Wald verscharren. Unterwegs auf dem Waldweg merkst du aber, oh, wir haben keinen Spaten dabei. Also fährst du zurück ins nächste Dorf und besorgst einen Spaten. Ja, das machst du im Baumarkt oder im Landwirtschaftshandel. Dann fährst du zurück in den Wald, ziehst die Leiche durchs Gestrüpp und fängst an zu graben. Dann gräbst du tief genug, knallst den Günesch auch noch ab und legst ihn auf die andere Leiche. Jetzt hast du aber noch den Spaten, das Auto und ganz viel Blut im Kofferraum. Das musst du sauber machen. Oder lässt die Kiste am besten gleich verschwinden? Und da Kevin ziemlich viel Ahnung von Autos hat. Kümmern wir uns zuerst mal um den Spaten. Los. Das ist mein Kollege Erichsen von der Kripo. Moin. Hat hier gestern jemand zufälligerweise zwei Spaten gekauft? Wieso? Weil da welche stehen. Ja, keine Ahnung, kann schon sein. Sag mal, sind Sie auf dem Land immer so auskunftsfreudig? Ja, guck mal in die Kasse. Wo ist das Problem? Sowas hier. Ja, hier, 19.05 Uhr, zwei Baumschulspaten mit Hickory-Stiel, 77 Euro das Stück. Und Handschuhe. Ja, ist doch alles da. Und kannst du auch zufälligerweise beschreiben, wie der aussah? Ziemlich nervöser Typ. Wieso? Ja, totaler Angeber. Deswegen frage ich ihn auch sicherheitshalber, wozu er denn braucht. Erde oder Torf. Er sagt scheißegal, ist mir das auch scheißegal und ich frage nicht weiter. Ja, den hätte ich auch nichts mehr gefragt. Aber jetzt mal hier. War das der nervöse Typ? Nee. Und was mit dem hier? Ja, der war's. Das war der nervöse Typ. Ja. Ja, das wollten wir doch wissen. Deswegen haben wir doch die weite Reise auf uns genommen. Und sein Wagen? Ein dunkler Mercedes. Da saßen, glaube ich, noch zwei Typen mit drin. Fährt nach der Tankstelle rechts rein, da geht's zum Wald. Geht doch. Kevin kauft Spaten. Ist nicht strafbar, damit kannst du auch deinen Garten umgraben. Jetzt fehlt uns nur noch der zweite Mann. Hätte sie mal das zweite Bierglas auch noch eingesackt, dann hätten wir jetzt. Timo Pistorius und Soraya Jonas. Bei Herrn Pistorius handelt es sich um eine vorläufige Festnahme.
So, 22.05 Uhr. Pistorius. Timo. Alter, Beruf? 45, Steuerberater. Steuerberater. Und Soraya Younes, Personenüberprüfung, Verdacht auf Urkundenfälschung und Falschaussage. So, Herr Pistorius, bitte, Soraya kommen Sie. Soraya Younes. Ist der hier? Ist Ömer da? Nein, noch nicht. Vielen Dank. Setzen Sie sich bitte. Ich will von Ihnen wissen, wer Ihnen diese Frau da vermittelt hat. Das ist ja wohl reine Privatsache. Nein, keine Privatsache. Die Frau ist Opfer eines Menschenhändlerrings, den Sie mitfinanzieren. Ich finanziere keinen Menschenhändlerring. Sie haben sie aus dem Katalog bestellt. Aus dem Katalog eines Menschenhändlers, dem das Schicksal seiner Frauen ziemlich egal ist. Mir aber nicht. Ich möchte nämlich wieder heiraten. Und ich war auch schon mal verheiratet. Übrigens mit einer Dame aus Thailand. Und danach mit einer Weißrussin. Und? Was ist mit denen? Ja, leider wieder geschieden. Letztlich hat die Chemie dann überhaupt nicht gestimmt. Ja, klar. Und wo sind die Frauen jetzt? Wieder in ihrer Heimat. Das hat nur 2 Jahre gehalten und dann werden sie wieder zurückgeschickt. Zurückgeschickt? Ja, der Staat macht das. Nochmal. Wer hat Ihnen die Frau da vermittelt? Niemand. Ich war im Supermarkt, Sie waren... Wir müssen Sie leider hier behalten, Herr Pistorius. Und zwar die ganze Nacht. Moin. So, hier. Olga und Kevin König. Vorläufige Festnahme. Beide zur Vernehmung. Gut. 22.15 Uhr. König. Kevin. Alter, Beruf? 40. Automechaniker. Vorstrafen? Hatte alle abgesessen, hat aber nichts gebracht. Olga König, Sozialarbeiterin, Alter unbekannt. Da drüben geht's weiter. Du weißt, worum es geht? Nein, keine Ahnung, Chef. Es geht um vorgestern, den Zeitraum zwischen 18 und 20 Uhr. Da war ich bei Olga. Die sitzt da drüben. Jetzt wird mal nicht albern, du weißt ja noch gar nicht, was ich fragen will. Ich wollte nur von Anfang an Missverständnisse vermeiden. Zwischen 18 und 20 Uhr fahren 3 Männer mit einer Frauenleiche in den Sachsenwald, um sie dort zu begraben. Odile Bakri? Kennt keine Odile... Bakri. Die 3 graben abwechselnd eine Grube und als sie fertig sind, wird der Kaufmann Fuat Günnisch erschossen und gleich mitbegraben. Ja, ganz praktisch. 2 Fliegen mit einer Klappe. Schon mal gesehen? Nein, noch nie. Aber Sie haben sich am selben Abend in unmittelbarer Nähe vom Tatort 2 Spaten gekauft. Wozu das denn? Ja, ich kann ja wohl 2 Spaten kaufen und eine Kiste Bier und mit ein paar Kumpels den Garten umgraben. Das ist ja nicht verboten. Wenn sich herausstellt, dass dieser Garten ein Wald war, hast du eine Mord am Klagemals. Wenn sich weiter herausstellt, dass du vorgestern an der polnischen Grenze dabei warst, als ein Polizist erschossen wurde, hast du 2 Mordanklagen und 1 wegen Menschenhandel am Hals. Das willst du doch nicht, Junge. Wie gesagt, fragen Sie meine Frau. Fragen Sie Frau Olga. Alles klar, dann mach ich das mal. Ich habe gerade gehört, dass Ihr Mann vorgestern zu Hause war. Ja, war er. Den ganzen Tag? Den ganzen Tag. Und wie hat er sich dann um 19 Uhr in einem Landhandel 2 Spaten gekauft? Wenn er denn zu Hause war? Ach so, habe ich ganz vergessen. Wir haben Blumen und Spaten für den Garten gekauft. Der Frühling steht vor der Tür. Verdammte Scheiße, Olga, du lügst. Die Schuhe hier waren noch nicht im Labor. Aber man kann sicher feststellen, ob der Dreck aus eurem Garten oder aus dem Wald kommt. Wo hast du die her? Die standen bei euch auf der Terrasse. Hübsches Haus, wenn man sich das leisten kann. Das sind nicht seine. Wie seid ihr denn an die Hand gekommen? Einfach mal uns in den Garten gelatscht? Da kann doch jeder Mensch die hinstellen. Ich traue dir ja einiges zu, Kevin, aber Mord ist nicht deine Kragenweite. Also, wer war der 2. Mann im Wald? Dein Kumpel aus dem Burgerladen? Hier, Branko Novak, der alte Kumpel. Ex-Security und Ex-Soldat im Irak. Aber ihr wart nicht nur zusammen Burger essen, sondern auch wegen gemeinschaftlichem Raubüberfall im Knast. Der ist ein ganz anderes Kaliber. Der hat 2 Vorstrafen wegen Totschlag und schwerem Raub. Das nenne ich Arbeitsteilung. Der eine besorgt die Spaten und der andere ist der Totengräber. Stimmt's oder habe ich recht? Keine Ahnung, sie weiß, wo ich war. Ich glaube, du solltest uns jetzt gehen lassen. Oder brauchst du einen Anwalt? Du wusstest ganz genau, wo Odile hin wollte. Und es gibt noch andere Frauen, die du an irgendwelche Männer vermittelt hast. In der Notunterkunft geht es zu wie auf einem Bahnhof. Wen die Frauen da alles treffen, das kannst du überhaupt nicht kontrollieren. Vielleicht hat sie einfach ihre Koffer gepackt und ist abgehauen. Passiert nämlich immer wieder. Ihre Koffer gepackt? Sag mal, spinnst du? Die hat eine kleine 7-jährige Tochter, die sich durch halb Europa geschleppt hat, um zu überleben. Vielleicht hat sie jemanden kennengelernt. Auch möglich. Wen lernt die denn kennen? Fuat Günnisch vielleicht? Oder ihn da, diesen Pistorius? Einfach so? Ich weiß es nicht. Wenn ich das richtig sehe, haben sie sogar Beweismittel gefälscht.
Ich habe keine Beweismittel gefälscht. Sie haben Beweismittel benutzt, die ohne richterlichen Beschluss aus der Wohnung des Beschuldigten geholt wurden. Das waren seine Schuhe. Die haben wir gefunden. Und das Labor sagt, dass diese Schuhe am Tatort rumgelaufen sind. Aber Sie haben Olga König glauben lassen, dass das alleine ausreicht, um Ihren Mann zu überführen. Ja, warum wollten Sie das? Weil Sie blind vor Eifer einen Erfolg feiern wollten? Nein, darum ging's nicht. Ich meine, benutzen Sie keine Verhörtricks? Machen wir alle, aber steht ja nicht zur Debatte. Falscher Ehrgeiz ist eine Berufskrankheit, Mensch. Ich weiß das doch aus eigener Erfahrung. Ich war mal total verbissen an einem Mordverdächtigen dran, Tag und Nacht. Meine Frau kriegt ein Baby und am Ende war es gar nicht. Na toll. So. 13:30, kurze Unterbrechung der Vernehmung Lisa Brenner durch Hauptkommissar Christoph Kirchner und Polizeirat Olaf Holzmann. Kleine Mittagspause, was? Also ein bisschen die Beine vertreten. Möchten Sie was essen? Nein, danke. Na, wie läuft's? Ich gehe nicht von Notwehr aus, sondern von Selbstjustiz. Ja, ist doch klar, was hast du gedacht? Eine Frau sieht rot, das mag niemand. Ist dir aber scheißegal, oder? Ach, fang nicht wieder damit an. Komm, erzähl mir nichts, Lisa. Du willst deinen Rauswurf provozieren. Ich bin müde. Das ist alles. Du bist Bulle durch und durch. Du kommst auch ohne mich aus. Beruflich oder privat? Beruflich. Und privat? Könnte etwas spät sein. Hey, wir sind doch die fittesten jungen Alten aller Zeiten. Die denken, der Fall ist abgeschlossen und der Sack wird zugemacht. Weil sie blind sind. Christoph. Hier bin ich. Hör mal zu, ich muss dir mal was sagen. Das ist meine Lieblingskollegin. Nur Kollegin? Behandelt die wie ein rohes Ei. Die ist sensibel. Und wenn die nicht bei der Polizei wäre, die wäre bei irgendeiner Hilfsorganisation. Ja, das ist was für Idealisten. Das ist ja genau das, was ich sage. Die hat gewusst, dass an dem Mord ein ganzer Rattenschwanz hängt. Da lagen wir alle noch im Bett. Pass auf. Kannst du vielleicht gebrauchen. Was ist das denn? Ja, schau mal rein. Ganz interessant, oder? Danke. Tschüss. Kann vielleicht nicht schaden. 13.50 Uhr. Olaf Holzmann, Christoph Kirchner, Lisa Brenner, Fortsetzung. Ich möchte jetzt dringend auf den Schusswechsel zu sprechen kommen. Alles andere hat uns nicht mehr zu interessieren. Das hat uns schon zu interessieren. Immerhin ist diese eigenmächtige Verhaftung ja nicht ganz folgenlos geblieben. Ja, war rechtlich total problematisch. Und macht nur klar, Lisa, dass Ihnen die Ermittlungen komplett aus den Händen geglitten sind. Es muss aber möglich sein, dass wir Zeugen zum Thema Menschenhandel unter Druck setzen, Olaf. Das ist organisierte Kriminalität und da muss was passieren. Ja, aber ich gebe dir ja völlig recht. Aber zum Beispiel bei den Asylbewerbern macht das überhaupt keinen Sinn. Die sind völlig unglaubwürdig. Die sagen doch alles, was man von ihnen verlangt. Die sind schon 2-3 Mal unter anderem Namen eingereist. Und unterwandern unsere Sozialsysteme. Und islamisieren unser wunderschönes Land. Ist das so ungefähr richtig? Was soll der Scheiß? Das habe ich nicht gesagt und auch nicht gemeint. Waren Sie nicht mal bei der Bundespolizei? Und haben selbst diverse Abschiebungen durchgeführt? Und? So, pass auf, da drüben ist unsere Komfortwartezone mit wenig Wartezeit. Und hier ist unsere Gefangenen-Sammelstelle mit viel Wartezeit. Da bleibst du schön bis morgen früh, dann kommt der Bus und fährt dich zur Uhr. Aber was soll denn der Scheiß? Ich habe eine Zeugin. Ja, aber die müssen wir doch alle erst mal überprüfen. Hier kommen viele Zeugen rein und raus. Dann überprüfen wir die Fingerabdrücke, die DNA und ob du mit Olga nicht zufälligerweise im Wald spazieren warst. Volle Programm, kennst du doch. Er wollte übrigens eine von euren Frauen heiraten und ist stinksauer, weil das nicht geklappt hat. Wenn er gewalttätig wird, sagst du Bescheid. Hauptsache, du hältst die Fresse. Es kann dir nichts passieren. Also, wie viel schulden Sie ihm? 3.000? 4.000? 5.000? I don't understand. Oh doch, Sie verstehen mich. Sie sprechen nämlich sehr gut Deutsch, Frau Younes. Oder soll ich Sie lieber Abdallah nennen? Wir konnten anfangs Ihre Fingerabdrücke nicht richtig zuordnen. Denn in Wirklichkeit heißen Sie Soraya Abdallah. Und Sie sind 2010, also vor dem syrischen Bürgerkrieg, abgeschoben worden, richtig? Ja.
Ich heiße Soraya Abdallah, ich war in Deutschland. Na und? Also war das eine Lüge, eine Falschaussage. Was heißt denn hier Lüge? Wir sind im Krieg. Sehen Sie, das sind zwei Dinge, die mich interessieren, Soraya. Wir können Odile nicht mehr retten. Aber wenn Sie jetzt auch gedacht haben, dass Sie auf die Art und Weise einen guten Mann finden, dann haben Sie sich geirrt. Sie müssen tun, was diese Leute Ihnen sagen. Ich kann Ihnen Polizeischutz anbieten, wenn Sie aussagen. Odils Mörder haben wir. Ein gewisser Fuat Günnisch. Allerdings ist er auch tot. Nicht, dass er mich besonders interessiert, aber es ist nun mal mein Job, jeden Mordfall aufzuklären. Besonders, wenn es vielleicht dieselben Täter sind, die seit Jahren hinter dem Menschenhandel stecken. Ich kenne die Leute nicht. Und wie haben Sie dann Herrn Pistorius kennengelernt? Ist doch egal. Das heißt ihr egal? Ich heirate, er bezahlt meine Schulden und dann lasse ich mich scheiden. Das ist eine Scheinehe. Dazu müssen Sie mindestens 3 Jahre durchhalten. Nicht leicht, wenn man nicht gerade das Glückslos gezogen hat. Lisa? Er will mit dir reden. Versuchst du, mich zu provozieren? Natürlich nicht, Ömer. Ich weiß, wie wir die Jungs jetzt rankriegen. Ich kenne ihre Schwachstelle. Wir müssen Kevin König gehen lassen. Was? Wieso das denn? Der war im Wald und sein Alibi ist falsch. Du hast deine Befugnisse übertreten, die Beweismittel sind illegal. Und dann schleppst du auch noch diesen arabischen Koch hierher und benutzt ihn bei deinen Ermittlungen als Dolmetscher. Das geht gar nicht. Der wird wegen Körperverletzung beschuldigt und wir setzen ihn als Übersetzer ein. Ja, okay. Du bist suspendiert. Tut mir leid. Okay. Okay. Alles klar? Alles klar. Ist das jetzt nicht ein bisschen überstürzt, Chef? Halt die Klappe, Kruse. Novak wird sich keine Mordanklage anhängen lassen, das sage ich euch. Der wird alle Zeugen aus dem Weg schaffen. Lass dein Handy an, ich melde mich noch. Ich meine, falls irgendwas ist, ich bin mit dir in Kontakt. Gib deine Waffe und deinen Dienstausweis ab. Wir sprechen morgen. Lisa, ich krieg noch deine Waffe. Hey! Sie waren suspendiert und hatten die eindeutige Dienstanweisung, ihre Waffe abzugeben. Muss ich wohl in der Hektik überhört haben. Und dann hat aber noch ihre Hauptzeugin, Olga König, ihre Aussage zurückgezogen. Das gleiche gilt für die anderen Frauen, die sich an keinen Fahrer, kein Auto, keine Türkei, kein Bulgarien oder sonst was erinnert haben. Olga lügt. Das können Sie natürlich beweisen. Ja, das kann ich beweisen. Man lügt, wenn man glaubt, dass es keine Zeugen mehr gibt. Schon wieder los. Hör mal zu, Abu. Diese Polizistin, ja, die macht Stress, die ist vollkommen durchgeknallt, die Alte. Ja, regt euch ab, die ist suspendiert, die hat ihre Befugnisse übertreten. Woher willst du das wissen? Sitzt du an der Quelle, oder was? Ja, ich sitze an der Quelle. Ihr habt ganz andere Probleme. Wenn irgendjemand auspackt, dann passen eure Habseligkeiten in eine Plastiktüte. Ihr habt diese Frau vergraben, den Türken abgeknallt und den Polizisten. Das sind 3 Tote. Menschenhandel und Mord. Es wird jetzt langsam mal Zeit, dass ihr nachdenkt. Du redest Scheiße, Abu. Scheiße. Diese Frau und der kranke Kunde gehen wohl auf dein Konto. Sitzt hier und tut so, als würde überhaupt nichts damit zu tun haben. Jedenfalls ist die Frau tot, oder? Ja. Und? Wer weiß davon? Wer quatscht von den Frauen? Ja, wenn überhaupt, dann vielleicht diese Soraya. Dann kümmert euch um diese Soraya. Hör dir diesen Klugscheiß an. Geht mir sowas von auf den Sack. Er hat ja wohl recht. Mann, ich frag das doch nicht umsonst, Leute. Ich sag das nur ungern, aber man kann das alles zurückverfolgen. Wir müssen mal klar denken. Hm? Wir machen mal eine Pause. Wer bezahlt diese Pause? Ja. Mann, ich brauch Kohle. Mhm. Wenn die Alte verschwinden soll, dann lässt du hier mal was rüberwachsen. Richtig. Was habt ihr euch da so vorgestellt? Keine Ahnung. 5.000. 5.000 für jeden. 5.000 für jeden? Ja. Klar. Gut. Es geht ja noch. Komm mal mit. Also. Und? Mit dem 5.000 seid ihr euch sicher?
Ja, klar, habe ich doch gesagt. Okay. Du bist ein harter Junge, Branko, hä? Du quatschst mich nicht noch mal dumm an, ist das klar? Ist das klar? Und bist du ein toter Mann? Pass auf, wir lassen so weiter gehen, da wirst du sehen, wie schnell der Typ redet. Dann zeig mal. Frau Abdallah, Sie dürfen gehen. Moment, die Frau lassen Sie gehen, mich behalten Sie hier, was soll das? Sie müssen mir nur erzählen, wer Ihnen die Frauen vermittelt hat, dann dürfen Sie hier auch raus. Der Mann ist Abu Haddad. Hab ich doch gesagt, er redet. Abu Haddad, wer ist das, was macht der? Der hat ein Reisebüro. Ein Reisebüro. Ja, und eine Heiratsvermittlung. Und eine Heiratsvermittlung. Eine Heiratsvermittlung? Eine Heiratsvermittlung. Ja, das heißt, der kann Otto-Normalverbraucher einfach reingehen und sich eine Frau aussuchen? Ja, so hauptsächlich kommen sie hier raus. Warte mal. Es klingt nach einem wunderbaren Job für dich, Erich. Wieso für mich? Ja, weil ich verheiratet bin. Das ist ein Argument. Hey, geht's noch? Hey! Abend. Hallo. Bitte, nehmen Sie Platz. Ja. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich will heiraten. Ah ja. Ja. Ich habe aber hier ein Reisebüro. Weiß ich doch. Aber Sie sind mir empfohlen worden. Und von wem wurde ich Ihnen empfohlen? Von Fuad. Fuad? Fuad. Ah. Fuad. Ja, Fuad. Fuad Güneş? Fuad Güneş? Wer ist das? Der Wäschereibesitzer. Fuad, der Wäschereibesitzer. Fuad Güneş, der Wäschereibesitzer. Uralter Kumpel von mir. Und wann hat er Ihnen empfohlen, hierher zu kommen? Oh, weiß ich nicht. Ich glaube, da war ich noch verheiratet. Verheiratet? Aber ich kann ihn mal anrufen. Nee, nee. Das ist nicht nötig. Und der da, ist das auch ein Kumpel von Ihnen? Ömer. Wie? Ömer. Ömer okay. Kaplan. Na klar. Gut. Auch ein Kumpel von mir. Ja. Aber der ist erst nach mir dran. Also gut. Wenn Sie eine Syrerin haben wollen, ja, dann dauert das in der Regel 2 bis 3 Wochen. Oder Sie nehmen eine, die schon in Deutschland ist. Da können wir ein Treffen arrangieren, das geht dann schneller. Da können wir alles an einem Tag über die Bühne ziehen. Ja? Haben Sie da irgendwelche Präferenzen? Hm? Alter, Hautfarbe, Religion und so? Religion ist mir egal. So verschiedene Kulturen, das hält ja ganz fit. Ah ja. Kann man da mal wen sehen? Ja klar, können Sie wen sehen. Sie wissen, was das hier kostet. Ich habe doch gespart. Ah, gespart. Okay. Bitte. Hm? Nee. Oh, boah, nee, nee. Ja, sehr hübsch. Also, die sehe ich jetzt eher nicht so für mich. Ach. Sehr charmant. Was mit der? Die? Na, super. Nee, das geht nicht. Tut mir leid, die ist schon weg. An wen? Das kann ich Ihnen nicht sagen, das ist diskret, verstehen Sie? Ich muss wissen, an wen die Frau vermittelt wurde. Und ich habe Ihnen gesagt, dass das nicht geht. Ich glaube, Sie gehen jetzt besser. Bitte. Beide tot. Eine erfolgreiche Heiratsvermittlung sieht anders aus. Würde ich sein lassen. Ich will beide Hände auf dem Tisch sehen. Immer mir ist egal. Hör mal. Ja? Der Herr will uns begleiten. Ich habe gedacht, ich komme auch noch dran. Ich weiß, wie du tickst, Olga. Du wolltest nicht, dass Odile stirbt. Vielleicht ist uns beiden dieses Arschloch Güneş egal. Aber Odile nicht. Dir nicht, mir nicht. Dein Problem ist, dass dein Mann mit drin hängt, Olga. Es geht immer um Männer. Hi. Du wolltest mit sprechen? Ja. Könnte sein, dass du demnächst als Zeugin aussagen musst. Ziemlich sicher sogar. Lisa, jetzt kommen wir doch nicht so. Kevin war mit mir zusammen, ob du es glaubst oder nicht, er kommt für den Mord nicht in Frage. Wie alt bist du jetzt? 50. Und? Genau wie ich. Wie sieht die Zukunft aus? Welche Zukunft? Ich denke von Tag zu Tag. Alles andere macht keinen Sinn. Dann kannst du demnächst von Tag zu Tag aus deinem Zellenfenster schauen. Kevin sitzt neben einem Männerknast, du im Frauenknast. Ihr seht euch viele Jahre nicht mehr.
Nur mit dem Unterschied, dass er viel jünger ist als du. Wenn er rauskommt, dann ist er höchstens 50 und du bist fast 70. Und du, Lisa, was machst du? Hast du einen Liebhaber oder dämmert Frau Kommissarin allein vor sich hin? Ich lebe allein. Hat sich nicht anders ergeben. Und deswegen räumst du auf der Welt auf, hm? Wenn Sie diesen Polizistenmord aufklären wollen, dann fahren Sie in den Sachsenwald. Noch kannst du aussteigen. Abu Haddad, Festnahme wegen Menschenhandel und Beihilfe zum Mord. Ja, alles klar. Ruf den Staatsanwalt an. Sie stecken knietief in der Scheiße, Haddad. Ab und zu habe ich eine Ehe vermittelt, um den Frauen rauszuhelfen, mehr nicht. Ja, sie vermitteln Dauernehen. Nur ist es leider was schiefgelaufen. Ich habe niemanden zu etwas gezwungen. Beide Brautpartner müssen Ja sagen. Sonst bringt das ja auch nichts. Ach, das bringt gar nichts, nee. König und Novak machen für sie die Drecksarbeit. Und wenn sie nicht wollen, dass wir sie für den Auftragsmord an Fuat Günnisch verantwortlich machen. Das war kein Auftragsmord. Sondern? Branko hat das alleine durchgezogen. Das ist ein Typ, der ist total irre. Ist mir scheißegal, wie irre der Typ ist. Ich würde jetzt gerne wissen, wo wir ihn finden. Na ja. Was? Na was, komm. Ah! Alter! Sehr gut. Marc, halt mal. Ja? Jossi hier, eins von den Mädels ist auf dem Weg zur Polizei. Moment, Moment! Was heißt auf dem Weg zur Polizei? Sag jetzt nicht Soraya. Doch, Soraya. Fuck, Alter, nein, das ist scheiße. Das ist ganz große Scheiße, ja? Komm. Offiziell bin ich nicht mehr im Dienst, aber inoffiziell. Als Polizist hast du nie Feierabend und machst nie die Augen zu. Ich kann so lange rumfahren, wie ich will. Bin ja suspendiert. Keiner quatscht mir rein. Auch Erich nicht. Lisa Brenner? Lisa, hier ist Erich. Haddad hat ausgepackt. Gut. Danke, Erich. Was heißt denn hier danke? Du hast deine Waffe nicht abgegeben und Ömer flippt aus. Komm sofort ins Revier. Du, das geht gerade nicht. Ich krieg gerade einen Anruf rein. Ich muss dich mal abhängen, ja? Brenner, hallo? Hallo? Hier ist Soraya. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte eine Aussage machen. Gut. Wo sind Sie? Ich komme zum Revier. Alles klar. Bleiben Sie da, ich bin gleich da. Werden Sie verfolgt? Sind diese Mistkerle hinter Ihnen her? Nein. Niemand. Sag mal. Soraya? Hallo? Du Sau! Zu den Bullen gehen und den Arsch offen! Du hältst dein Maul! Scheiße! Mach kein Scheiße! Ich will dich nicht erschießen, Novak. Hände hoch! Sitzen bleiben! Hände ans Steuer! Los! Bevor ein Polizist schießt, muss eine hohe Hemmschwelle überwunden werden. Das kann immer nur die äußerste Maßnahme sein. Das war Selbstjustiz, Frau Brenner. Olaf, entschuldige, ich sehe das vollkommen anders. Es war Notwehr. Sag mal, was machst du denn jetzt hier für ein Fass auf? Wir sind nicht unabhängig. Wir sind aber sowas von unabhängig. Das ist jetzt vertraulich. Ja, und was ist das? Eine Vorschlagsliste. Der leitende Polizeidirektor Theo Monk empfiehlt für die neue Leitung des LKA 23 Zeugenschutz zwei Namen. Lisa Brenner und eben deinen, Olaf Holzmann. Wusstest du das? Nein, das wusste ich nicht. Im Kopf von der E-Mail bist du aber in CC gesetzt, also solltest du davon gewusst haben. Wir wollen doch nicht, dass das hier so aussieht, als ob du auf deiner Karriereleiter nach oben meine Kollegin aus dem Weg räumst. Wer hat dir das zugesteckt? Hm? Der Dicke vom KDD draußen auf dem Flur? Du bist doch so ein Arschloch, Christoph. Und sie kommt jetzt damit durch und wird auch noch befördert? Kann passieren.
Keine Sorge. Ich spiele sowieso mit dem Gedanken, ganz aufzuhören. Sie wird nicht suspendiert, Olaf. Erstens, du bist bei mir sowas von unten durch, du Oberarschloch. Zweitens, ich gehe jetzt. Und drittens, glaub gar nicht, dass wir damit durchkommen. Olaf, was soll denn das? Setz dich wieder hin. Es bringt doch nichts. Diese Handtasche gehörte Odile Bakri. Das war ihre Lieblingstasche. Die hat sie auf der Flucht immer festgehalten. Wir haben sie im Schlafzimmer von Fuad Günisch gefunden, unterm Bett. Hat er wohl übersehen beim Saubermachen. Sie enthält einige Familienfotos aus Syrien, aber damit will ich Sie jetzt gar nicht groß aufhalten, Herr Holzmann. Odile Bakris Tochter Dima hat auf der Flucht immer wieder die Videofunktion ihres Handys ausprobiert. Hier, wie süß. Das erste Brötchen mit Erdbeermarmelade. Und hier, Branko und Kevin bei der Arbeit. Der Mann da an der Windschutzscheibe, das ist leider der tote Kollege. So viel zu dem Beweis. Herr Holzmann, ich bin Erichsen. Ja, lassen Sie mich durch, Erichsen. Ich wollte mich nur bedanken, dass Sie meine Kollegin so fair behandelt haben. Wenn die Polizei sich schon gegenseitig in die Pfanne haut, dann gute Nacht. Leck mich am Arsch. Ja. Du mich auch. Eine letzte Frage, Lisa. Würden Sie beim nächsten Mal was anders machen? Nein. Alles ganz genauso. Und was ist mit Ihrem Polizeidienst? Wollen Sie wirklich aufhören? 128 Fälle in 10 Jahren. Mord, häusliche Gewalt, Menschenhandel, ekelhafte Sexualdelikte und lächerliche 25 Verurteilungen. Der Rest eingestellt auf Bewährung oder Freispruch. Eine ziemlich beschissene Bilanz. Wenn man es persönlich nimmt, ja. Ich nehme es persönlich. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Dima. Happy Birthday to you. Sana Helwa ya Gamir. Sana Helwa ya Gamir. Sana Helwa ya Dima. Sana Helwa ya Gamir. Um sie kümmern. Danke. Es wäre sehr schön. Aber geht das? Natürlich geht das. Wir besorgen die Aufenthaltserlaubnis. Ich mache das persönlich. Warum nicht? Dima ist Christin, ich bin Muslima. Das ist sowas von scheißegal. Wir haben alle nur einen Gott.